Gehen wir nochmal kurz hoch und sprechen nochmal mit jemand anderem. Dem Steuermann. Was der zu sagen hat. Hallo, Sir. Sieht es nach einer angenehmen Reise aus? Ist eine ruhige Jahreszeit. Stürme und raue See sind natürlich trotzdem denkbar. Aber keine Angst. Schlimmstenfalls wird es etwas unbequem. Ich sorge mich eher um Piraten und Freibeuter. Seid ihr ihnen schon mal begegnet? Ei, aber die Providence ist ein starkes Schiff und die Crew eingespielt. Das wird uns sicher schützen. Na dann. Wissen ja, was zu tun ist. Außerdem, ich kann auch kämpfen, also alles cool. Mr. Kenway. Captain. Was immer die planen, ich glaube, es wird langsam ernst. Dann gehe ich besser ans Werk. Ja, das sollten wir. Üble Sache drüben. Er hat die Rationen gekürzt und sagt, wir wären nicht ausgestattet für solche Luxus. Sucht ihr wieder Streit? Ist es das? Geht weg. Nette Abreibung habt ihr Graves und Quill verpasst. Ich hatte keine Wahl. Ei, Hohlköpfe, und zwar beide. Wo sind meine Manieren? Louis Mills, sehr angenehm. Ethan Kenway. Also, sollte ich auf der Hut sein? Ich glaube, die haben ihre Lektion gelernt. Sonst sind sie nicht so. Ehrlich, nur die letzten paar Überfahrten waren halt etwas rau. Ach. Der Captain spart an jeder Ecke. Reduzierte Rationen, geringe Heuer, immer gefährlichere Fracht. Das hat die Crew aufgebracht. Gibt es denn Grund zur Sorge? Nicht, wenn ich's verhindern kann. Aber der Captain muss überdenken, wie er seine Männer behandelt. Gut zu wissen, dass mir wenigstens einer darauf achtet. Ich habe euch nichts zu sagen. Schade. Ich habe ihn. Bam. Ja, einfach in die Fresse. Ne? Naja. Ihr da. Ich habe ein paar Fragen. Freut mich. Hab aber keine Zeit zum Schwätzen. Vermutlich habe ich euch eh nichts zu sagen. Ihr sucht Informationen? Geht zum Smoothie oder zum Doktor. Die werden immer von allen zugequatscht. Das in ein paar Stunden wieder was. Ich hätte nur Schiffszwieback, falls ihr hungrig seid. Eigentlich habe ich eine Frage.
Und welche? Hat sich einer der Männer vielleicht merkwürdig benommen? Oder etwas gesagt, was euch komisch vorgekommen ist? Die Jungs heulen wegen den Rationen, als könnte ich daran irgendetwas ändern. Sonst habe ich nicht viel gehört. Mein Rat? Geht doch zu James. Der hört immer gerne zu. Und wo kann ich ihn finden? Direkt hinter euch sozusagen. Er sitzt dort auf diesem Fass. James, mein Freund James. Seid ihr James? Aye. Kenway. Haytham Kenway. Ich weiß, wer ihr seid. Ich würde euch gerne ein paar Fragen stellen. Das dachte ich mir, aber nicht hier. Folgt mir. Also, was wollt ihr denn wissen? Habt ihr etwas Außergewöhnliches bemerkt seit unserer Abreise? Irgendwas, das Anlass zur Sorge gäbe? Einige der Männer haben sich nachts auf dem Oberdeck versammelt. Ich habe nur Bruchstücke aufgeschnappt. Ich weiß also nicht mit Sicherheit, was sie vorhaben. Aber mir schwant nichts Gutes. Meint ihr, sie planen eine Meuterei? Ich weiß nur, dass sie den Captain nicht mögen. Mills wollte sie beschwichtigen, aber er kann auch keine Wunder vollbringen. Danke für die Information. Ich möchte nur, dass wir die Kolonien lebend erreichen. Ja, das kann ja auch wieder sein, dass es, dass er trotzdem gegen den Captain ist. Guten Abend, Sir. Ist alles ruhig? Ruhig und still. Genauso wie ich es mag. Was führt euch hier rauf? Nur ein Spaziergang. Die Beine vertreten. Mehr nicht. Aber seid vorsichtig. Auf Deck ist es sehr gefährlich im Dunkeln. Was war das? Da wirft jemand Ladung über Bord. Aber warum? Tja, warum? Komischer Vogel. Hat immer seinen Hut auf. Ruhig! Da kommt er. Braucht ihr nicht, braucht ihr nicht. Nette Abreibung habt ihr Graves und Quill verpasst. Ich hatte keine Wahl. Ei, Hohlköpfe, und zwar beide. Wo sind meine Manieren? Louis Mills, sehr angenehm. Haytham Kenway. Also, sollte ich auf der Hut sein? Ich glaube, die haben ihre Lektion gelernt. Sonst sind sie nicht so. Ehrlich, nur die letzten paar Überfahrten waren halt etwas rau. Ach. Der Captain spart an jeder Ecke. Reduzierte Rationen, geringe Heuer, immer gefährlichere Fracht. Das hat die Crew aufgebracht. Gibt es denn Grund zur Sorge? Nicht, wenn ich's verhindern kann. Aber der Captain muss überdenken, wie er seine Männer behandelt. Das war's? Eigentlich das Gleiche? Alter. Na super. Ich dachte, jetzt kämpft vielleicht die geile Info oder geile Gespräch, was irgendwelche weiteren Indizien vorgebracht hätte. Rationen gekürzt und sagt, wir wären nicht ausgestattet. Es ist Unrecht, dass er sich lahm und weint, wie er nur Büchsenfisch und Zwieback kriegt. Jemand? Seltsam. Äußerst seltsam. Beenden wir den Tag. Wir haben genug gearbeitet. Aber wir haben neue Indizien gesammelt.
Neuigkeiten? Jede Nacht dasselbe. Ich bewache ein Gebiet und sie werfen die Fässer von woanders ab. Ich muss ein zweites Paar Augen anheuern. Vielleicht James oder Mills. Warum machen die das? So wie ich das sehe, dienen die Fässer als Markierung. Sie legen eine Spur. Ich fürchte, es ist nur eine Frage der Zeit, bis unsere Verfolger... Schiff von Achtern! Sie geht in Schussposition! Auf die Posten, Männer! Macht die... Achtung! Alle runter! Das war ein Warnschuss. Sie wollen uns wohl nicht versenken, sondern lieber entern. Bemannt die Kanonen! Macht euch kampfbereit! Und ihr geht unter Deck! Warum? Ich kann helfen, das Schiff zu sichern. Wisst ihr denn, wie man auftakelt, eine Kanone lädt, eine Seeschlacht führt? Nein, das dachte ich mir. Nun geht in eure Kabine, oder muss ich euch bringen lassen. Sichert die Luke! Hatham. Wart ihr schon an Deck? Ein Schiff nähert sich und will uns entern. Aber merkwürdig. Kein Anzeichen für Meuterei. Das ergibt keinen Sinn. Ah, tut es doch. Was meint ihr? Dachtet ihr, ihr könntet so leicht aus London entkommen nach eurem Attentat in der Oper? Dass wir es nicht bemerken? Dass wir euch nicht folgen? Ah, darum geht es hier also. Ergebt euch und ich garantiere, dass man euch ehrenvoll behandelt. Wenn ihr mich ehrenvoll behandeln wollt, gebt mir ein Schwert. Seid ihr sicher, dass ihr das Spiel so spielen wollt? Ja, ich bin sicher, dass ich das so spielen will, das Game. Ach, Jung. Ich sagte, ihr sollt unter Deck bleiben. Das habe ich auch getan. Nur, dass Mills mich dort erwartete. Er hat dieses Schiff hierher geführt. Es gab keine Meuterei, nur ihn. Und was wollen die? Mich. Dann sollen sie euch haben. Ist das so? Sie kriegen uns ohnehin. Wir können nichts dagegen tun. Ich hätte eine Idee. Ihr wollt in einen Sturm hineinsegeln? Unsere einzige Chance. Das mache ich nicht. Dann tue ich's. Schon gut, schon gut. Sturm. Wir müssen die Taue sichern. Ich sagte, dass es Wahnsinn ist. Beruhigt euch. Ich werde mich darum kümmern. Meine Güte. Wow. Ganz ruhig. Junge, alles am Ackern hier. Jeder ist am Ackern. Sehr gut helfen. Ja, die Takelage. Wir brauchen mehr Fahrt! Gebt mehr Segel! Mach die Falle nicht! Ihr nehmt den Fockmast! James, übernimmt den Hauptmast! Zuck die Tappen fest!
Was mache ich denn? Was ist denn hier los? Junge. Komm schon. Sehr gut, Segel gesetzt. Beeilt euch! Ich kann nicht mehr lange! James retten! James! Durch das Seil!